Die Mods sind da und damit ganz herzlich willkommen bei Mr. Bauer Gaming mit einem weiteren Video zu den Mods, die heute im Giants Mod Hub freigegeben worden sind. Heute haben wir es zu tun mit 3 Updates und 12 neuen Mods. Warum ich hier zögere zwischen 12 und 13, dazu mehr im Video. Bevor wir jedoch starten, möchte ich mich ganz herzlich bedanken bei Dunkelbart, Farmer John, Björn, Kuhle, Thomas, Der Schweiger, Chris und Angelika für die Abos. Ganz, ganz herzlichen Dank dafür. Wie immer starten wir erstmal mit den Updates. Und zwar ist das erste Update für die Parkfunktion für Fahrzeuge. Diese kommt von Vertex Design, Downloadgröße 18 KB, in der Version jetzt von 1.1.0 und ist für PC und Mac. Der Changelog sagt, Fehler beim Hinzufügen des Pack behoben, alle Fahrzeuge entparken hinzugefügt. Das nächste Update kommt für die Mod Achte auf dein Stroh von Vertex Float, Downloadgröße 14 KB, in der Version jetzt von 1.0.0.3 und ist für PC und Mac. Der Changelog sagt, Desk-Version aktualisiert, auf Patch 1.4.1 aktualisiert. Und das letzte Update ist für das La Campagne Pack von Valentin Lecut und Nico du 55, Downloadgröße 65,67 MB, in der Version jetzt von 1.0.0.1 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt, Fixed Animation on 85-32. Wir kommen zu der ersten neuen Mod, und zwar heißt diese Lizard T25A oder T30A80. Kommt von Visnia Games 239, Downloadgröße 25,2 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar ist dies ein Set von 2 Traktoren. Wir fangen an mit dem T25A. Dieser kommt standardmäßig mit 30 PS, wird manuell geschaltet, hat eine Tankfüllmenge für Diesel von 53 Litern, Maximalgeschwindigkeit ist bei 28 km/h, Gewicht 2,5 Tonnen und kostet 9.000 Euro. Beim Design kann geändert werden aus nichts zu einer Arbeitslampe 1, 2 oder beides. Bei der Kabine kann eine Kabine hinzugebaut werden, einmal Standard, Dachplane A3 oder ohne. Dann beim Haken, das geht hier um diesen Anhängerhaken hier, kommt entweder alt oder neu. Beim Getriebsgehäuse kann auch gewählt werden zwischen alt oder neu. Jedoch sehe ich hier keine Änderung zwischen alt und neu. Das muss also innen drin sein. Dann können Gewichte hinzugefügt werden. Einmal 1, 2, 3, 4. Ich habe keine Ahnung, wie viel diese Gewichte wiegen. Denn hier wird nichts geändert. Also es wird keine Gewichtszunahme registriert. Dann die Reifenvarianten. Da gibt es 1, 2, groß 2. Standard, das sind 5 Versionen, die wir da haben. Die Hauptfarbe kann von dieser riesengroßen Rot- und Gelbtonpalette ausgewählt werden. Die Designfarbe natürlich ebenso. Und die Felgenfarbe kann aus dieser Palette hier ausgewählt werden. Dann kommen wir zum T30A80. Der kommt standardmäßig mit 2 PS mehr, also 32 PS, wird manuell geschaltet, hat eine Tankfüllmenge für Diesel von 53 Litern, 28 km/h ist die Maximalgeschwindigkeit, wiegt 2,6 Tonnen und kostet 13.000 Euro. Ich nehme mal an, das ist die vierradbetriebene Version. Die Optionen hier sind absolut dieselben wie vorher gesehen, daher gehen wir die nicht noch einmal durch. Wir kommen zum John Deere 825. Dieser kommt von Rooster Mods, 46 Mods, Downloadgröße 5,2 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt diese Hacke mit einem Gewicht von 1,1 Tonne, braucht 50 PS, Arbeitsbreite 4,6 Meter und Arbeitsgeschwindigkeit 11 km/h. Der Preis 5.250 Euro. Es kann hier hinzugefügt werden eine Warnausrüstung, und zwar einmal LFF-Dreieck, dann einmal Reflektorenstreifen oder beides. Und dann gibt es hier noch die Möglichkeit, Führungsklingen hinzuzufügen, entweder ja oder nein. Wir kommen zum Lizard 1120 Serie. Dieser kommt von SR Vertex und ZT Modding. Downloadgröße 24,23 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Dieser mittelgroße Traktor kommt
Mit einer standardmäßigen Leistung von 230 PS wird manuell geschaltet, hat eine Tankfüllmenge für Diesel von 840 Litern, 38 km/h ist die Maximalgeschwindigkeit, wiegt 25 Tonnen und kostet 50.000 Euro. Beim Zusatztank kann hinzugefügt werden ein runder Tank, welcher 100 Liter mehr Fassungsvolumen hat für Diesel und auch das Gewicht nimmt hier also um 100 Kilo zu. Dann gibt es den quadratischen Tank, der fügt dann 200 Liter respektive 200 Kilo dazu. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen BKT, Continental, Mitas, Michelin, Lizard und Trelleborg. Die Reifenvarianten gehe ich mal ganz kurz durch und zwar unter der Lizard-Version. Da gibt es Standard, Zwillingsbereifung, Reisreifen, doppelte Reisreifen, Reisreifen 2, doppelte Reisreifen 2, Bandlaufwerk, Transportreifen und zurück zu Standard. Da gibt es auch unter den anderen Herstellern eine riesengroße Anzahl an verschiedenen Konfigurationen. Dann bei der Beleuchtung kann hinzugefügt werden von Standard zu LED-Bar, das ist diese hier. Dann Fahrerhausscheinwerfer, dann Fahrerhausscheinwerfer und LED-Leiste, LED-Scheinwerfer, den LED-Scheinwerfer-Kit, LED-Scheinwerfer-Kit und die LED-Bar-Kit und so weiter und so fort. Dann die Antenne, die kann hinzugefügt werden, entweder nur Antenne, dann Antenne PX oder keine. Dann die Verglasung kann gewählt werden, Standard Medium Insufilm, starker Insufilm oder zurück zu Standard. Dann kann ein Frontschutzgitter hinzugefügt werden, ja oder nein. Dann beim Zubehör kann hinzugefügt werden ein Werkzeugkasten außen, das ist dieser hier. Dann ein Corote Wasserbehälter, das ist dieser hier. Dann eine Thermoflasche, das ist diese blaue Flasche hier. Oder das gesamte Zubehör. Die Anhängerkupplung kann hinzugefügt werden von Standard zu Dreipunkt und zurück zu Standard. Vorsicht, hier gibt es kein PTO. Beim Innenraum kann hinzugefügt werden ein Feuerlöscher, der ist hier hinten. Werkzeuge, da gibt es hier eine Werkzeugkiste, Werkzeuge und Feuerlöscher oder keines von allem. Dann Hörner können hinzugefügt werden, keine Hupe, Horn 1, Horn 2, Doppelhorn oder keine Hupe. Die Motorenausführungen gibt es die L24er mit 230 PS, die L28er mit 280 PS, die L24er Chip mit 320 PS und die 28er Chip mit 360 PS. Dann kann innen drin noch ein Monitor hinzugefügt werden, entweder nein, dann ja, Green Star 4 Monitor, Starfire 3000 oder das Starfire 6000er System. Die Hauptfarbe kann gewählt werden aus dieser sehr groß oder sehr grün erweiterten Standardpalette und der Zusatztank kann entsprechend von dieser Palette ausgewählt werden. Leider ist es hier nicht möglich, die Felgen anders zu färben. Also hier, egal welche Farbe man nimmt, hier als Hauptfarbe wird den ganzen Traktor betreffen. Sogar das Bandlaufwerk bei den Lizard entsprechenden Konfigurationen. So klingt dieser. Der Green Star fährt hoch. Und das ist der Sound bei Doppelhorn. Das ist also dieser Lizard Traktor. Interessante Sache. Wir kommen zum Coolamon Chaser Bins 45T und 60T. Dieser kommt von Hispano, Downloadgröße 33,06 MB in der Version 1.0 und ist für PC und Mac. Und zwar kommt dieser Überladewagen in zwei Ausführungen. Zum einen den Chaser Bin 45T. Der hat ein Ladevolumen von 54 Kubikmetern. Wiegt 8,2 Tonnen, maximales Zuladegewicht ist 45,8 Tonnen, braucht 400 PS und kostet 77.400 Euro. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Michelin BKT, Mitas, Nokian, Fredestein und Trelleborg. Dann gibt es hier die Anhängerkonfiguration, entweder die normale Kupplung für das Zugmaul oder die niedrige Anhängervorrichtung für die Kugel. Dann kann eine Abdeckung hinzugefügt werden, entweder ja oder nein. Und die Felgenfarbe kann geändert werden zwischen Orange und Schwarz. Und die zweite Ausführung ist der Chaser Bin 60T. Hat ein Ladevolumen von 70 Kubikmetern,
wiegt 10,3 Tonnen. Maximales Zuladegewicht ist 59,7 Tonnen. 500 PS benötigt dieser und kostet 92.300 Euro. Hier haben wir genau dieselben Konfigurationsmöglichkeiten wie beim 45T. Wir kommen zum Lizard Fuel Safe. Dieser kommt von North Modding Company, Downloadgröße 0,89 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Dieser Safe oder dieser Koffer passt 1700 Liter Diesel, wiegt 450 Kilogramm und kostet 3000 Euro. Die Hauptfarbe kann gewählt werden aus der Standardpalette. Der FuelSafe verfügt über eine 3-Punkt-Aufhängung, welche zum Befüllen des Tanks benötigt wird. Zudem kann man diesen somit auch als Gewicht bei Transportarbeiten nutzen. Zudem verfügt der Tank über einen Bügel, mit dem man den Tank beispielsweise mit einem Forwarder greifen kann und heben kann. Und nun kommen wir zu dem Fendt 900er Vario 4. Und das ist diese Mod, die gleich nach Erscheinen wieder verschwunden ist. Daher war ich nicht ganz sicher, ob ich 12 oder 13 neue Mods nennen soll. Dieser kommt von Smetty, Downloadgröße 21,2 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieser standardmäßig mit einer Leistung von 305 PS, wird stufenlos geschaltet, Tankfüllmenge für Diesel 600 Liter, für DEF 60 Liter, 60 km/h ist die Maximalgeschwindigkeit und das Gewicht ist bei 11,4 Tonnen. Der Preis 272.000 Euro. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Michelin, Continental, Metas, BKT, Vredestein, Nokian und Trelleborg. Beim Design kann gewählt werden das Power Design, Profi Design oder Profi Plus Design, das ist hier vor allem die Inneneinrichtung betreffend. Dann kann eine Rundumleuchte hinzugefügt werden, entweder in der einer Version, zweier Version oder keiner Version. Die Motorenausführung, da gibt es den 930er Vario S4 mit 305 PS, den 933er Vario S4 mit 330 PS, den 936er Vario S4 mit 360 PS und den 939er Vario S4 mit 390 PS. Die Hauptfarbe kann gewählt werden zwischen Grün, Grün 2, Schwarz, Grün 3, Weiß, Rot, Blau und Orange und davon jeweils eine zweite Version. Die Designfarbe kann gewählt werden zwischen Schwarz und Chrom und die Felgenfarbe kann gewählt werden zwischen Rot, Weiß, Grau, Schwarz und Chrom. Ich hoffe, dass dieser auch so schnell wieder hinzugefügt wird wie gestern der F100. Ja, der war weg und dann plötzlich wieder da. Dann hoffen wir mal. Wir kommen zum Lizard Stack 450 und Estmatic 300. Kommt von SR Vertex und Tilk Modding. Downloadgröße 8,48 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieser Tiefenlockerer mit einem Gewicht von 6,4 Tonnen, braucht 240 PS, Arbeitsbreite 5,2 Meter, Arbeitsgeschwindigkeit 13 km/h und der Preis 20.000 Euro. Der Aufkleber kann geändert werden von Stack 450 zu Estmatic 300 und die Hauptfarbe kann gewählt werden aus dieser sehr großen Standardpalette. Wir kommen zum Gewicht mit Beleuchtung von Mantrit, Downloadgröße 2,44 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieses Gewicht standardmäßig mit 100 Kilo und kostet 300 Euro. Einstellung der Beleuchtung, hier gibt es keine Beleuchtung, Standard, nur vorne, Front und Seiten, nur hinten, hinten und Seiten, keine Seiten, keine Beleuchtung und zurück zu Standard. Das Gewicht kann verändert werden zwischen 100 Kilo, 250, 500, 750, 1000 Kilo, 1250, 1500, 1750, 2000 Kilo, 2500, 3000 Kilo und 3500 Kilo. Licht mit Schatten kann ausgewählt werden, ja oder nein. Was das ganz genau macht, weiß ich nicht. Dann kann eine Rundumleuchte hinzugefügt werden und zwar gibt es hier 9 verschiedene Versionen. Dann Aufkleber hinten gibt es entweder die Standardversion, die große Version oder keine Version. Die Hauptfarbe kann gewählt werden aus dieser sehr großen Palette.
Die Designfarbe kann gewählt werden, auch aus derselben Palette, und betrifft die Kupplungen. Und die Teleskopfarbe kann gewählt werden, aus derselben Palette, und betrifft diese Saugnäpfe oder diese Teleskope hier. Wir kommen zum Robert Ballengabelpack. Das kommt von ETA La Marchoise. Downloadgröße 43,13 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar haben wir hier eine Riesenauswahl an verschiedenen Ballengabeln. Wir fangen an mit dem PB110. Diese wiegt 470 Kilogramm und kostet 3.800 Euro. Der Anbaukupplungstyp kann geändert werden von Teleskoplader zu Radlader zu Kompaktlader, Frontlader, JCB und Teleskoplader. Die Hauptfarbe kann gewählt werden zwischen Schwarz und Blau. Dann gibt es hier eine mit zusätzlichen Gabeln. Das ist im Prinzip dasselbe, wiegt 470 Kilogramm und kostet 3.800 Euro und hat einfach hier zwei Ballenspieße zusätzlich. Der Anbaukupplungstyp und die Farbkonfiguration ist dieselbe wie vorhin. Dann gibt es die PB180, das ist diese hier, wiegt 590 Kilogramm, kostet 4.300 Euro und hat dieselben Konfigurationsmöglichkeiten. Auch hier gibt es eine mit zusätzlichen Gabeln. Die überspringen wir natürlich, dann kommen wir zu der PB290. Diese wiegt 850 Kilogramm, kostet 7.320 Euro und hat dieselben Konfigurationsmöglichkeiten. Auch hier gibt es eine mit zusätzlichen Gabeln. Dann kommen wir zu der PBR. Diese wiegt 390 Kilogramm und kostet 3.800 Euro. Auch hier gibt es dieselben Konfigurationsmöglichkeiten. Dann gibt es die PBU, das ist diese für Quaderballen. Wiegt 450 Kilo, kostet 3.755 Euro. Hier gibt es beim Design ein zweiter Ballenstopper oder Standard. Und beim Anbaukupplungstyp und der Farbe bleibt es wie gehabt. Dann gibt es die FB160, die wiegt 150 Kilogramm und kostet 1.644 Euro. Hier können zusätzliche Gabeln entfernt werden oder nicht. Und der Anbaukupplungstyp und die Farbe ist wie schon gesehen. Dann gibt es noch die FB200. Das ist diese hier. Wiegt 210 Kilo, kostet 2.192 Euro und hat dieselben Konfigurationsmöglichkeiten wie bisher gesehen. Wir kommen zum Lizard Holzträger. Dieser kommt von North Modding Company. Downloadgröße 1,01 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Diese wiegt 500 Kilogramm und kostet 1.000 Euro. Hier kann der Anbaukupplungstyp geändert werden von Radlader zu Radlader 2, Radlader 3 und zurück zu Radlader. Die Hauptfarbe kann gewählt werden aus der Standardpalette und die Designfarbe natürlich auch. Wir kommen zum Ponce Buffalo Autoload Wood. Der kommt von Kenny456 und Maru. Downloadgröße 17,3 MB in der Version 1.0 und ist für PC und Mac. Und zwar kommt dieser in zwei Ausführungen. Einmal mit Kran, kommt mit 286 PS, Tankfüllmenge für Diesel 200 Liter, Maximalgeschwindigkeit 23 km/h und das Gewicht ist bei 22.500 Kilo. Der Preis 225.000 Euro. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Nokin Tires und Oloforce. Die Reifenvarianten gehe ich wie immer nicht im Detail durch. Dann gibt es den Buffalo ohne Kran, hat dieselben Leistungsmerkmale wie der andere, kostet 200.000 Euro und hat dieselben Konfigurationsmöglichkeiten. Damit wird es möglich, die Baumstämme automatisch zu beladen. Man kann einstellen, ob da zwei Teile drauf passen oder nur ein Teil, das heißt längere Baumstämme oder zwei Abschnitte mit kürzeren Baumstämmen. Wir kommen zum Kälberstall. Dieser kommt von It's Justin. Downloadgröße 9,5 MB in der Version 1.0 und ist für PC und Mac. Ist natürlich zu finden im Baumenü unter Tiere und Kühe. Das ist dieser Stall hier. 215.000 Euro zum Hinplatzieren. Die Unterhaltskosten pro Tag liegen bei 200 Euro. Und dieser Kälberstall sieht folgendermaßen aus. Da gibt es mal drei Hebetore, dann gibt es hier eine Tür und dann gibt es hier einen Bereich, wo man eventuell Futtermischer oder sonstige Maschinerie unterstellen kann. Lichtoptionen habe ich keine gefunden. Wenn wir hier reingehen, sehen wir hier, dass da
verschiedene Buchten da sind, für je nach Alter die Kälber dann sind. Leider ist es ja nicht möglich, Kälber darzustellen, deswegen sieht das hier ein bisschen komisch aus mit den Kühen. Hier ist der Tiermenü-Trigger, das ist dieser hier. Das ist der Futter-Trigger und hier ist natürlich dann die Ausfahrt. Ich möchte kurz testen, ob hier Ballen angenommen werden. Dann nehmen wir mal die Strohballe und gehen da mal rein. Also Strohballen werden hier erstmal nicht angenommen. Das heißt, sie müssen eingestreut werden. Und dann schauen wir, ob hier Heuballen angenommen werden. Genau, also die Ballen werden angenommen, die Heuballen, die werden angenommen. Aber die Strohballen nicht. Dann kommen wir zu der letzten neuen Mod und die heißt Blitzer. Kommt von TN4799 und Rick Black Labelle TWD. Downloadgröße 0,11 MB in der Version 1.0 und ist für PC und Mac. Ist zu finden im Baumenü unter Gebäude und Tools. Ist diese hier. Man sieht dann auch schön, wo der Trigger dann zuschlägt. Und der Blitzer misst Geschwindigkeitssünder, die über 50 km/h fahren. Es soll in Zukunft eine Version kommen, wo die Geschwindigkeit beim Kauf entsprechend eingestellt werden kann. Also es heißt, dass wenn man zu schnell daran vorbeifährt, automatisch und sofort ein Bußgeld abgezogen wird. Daher schalten wir jetzt einmal den HUD ein und fahren mal so schnell wie möglich daran vorbei. Ich hoffe, dass wir da über 50 km/h kommen. Ja, das sollte locker reichen. Und die Kosten, die abgezogen werden, sind 7000 Euro für zu schnelles Fahren. Das ist also sehr, sehr teuer geworden hier dieser Tag. Der Blitzer kostet zum Platzieren 150.000 Euro und natürlich anschließend 1.000 Euro Unterhalt pro Tag. Ist also kein günstiger Spaß. Das war es dann auch schon wieder von den Mods von heute. Ganz, ganz herzlichen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls dir das Video gefallen hat, dann lass doch gerne deinen Daumen da. Hol dir doch das Abo ab, wirst du keine weiteren Mod-Vorstellungen verpassen und auch keine neuen Kapitel zu dem Krebach Let's Play, das vor kurzem gestartet ist. Dann möchte ich mich nochmal ganz, ganz herzlich bedanken. Sag mir doch, welches deine Lieblingsmod ist, welche du haben willst und welche du dir runterlädst. Dann sage ich nochmal ganz, ganz herzlichen Dank fürs Dabeisein. Ich wünsche noch einen schönen Tag. Danke, tschüss und hasta luego.